Grüß euch Leute, hier zum neuen Video auf dem Kanal. Wir werden uns heute anschauen, wie man mit der Brille die DJI Simulator App verbinden kann. Aber wie natürlich in jedem Video, starten wir erst mit dem Intro und dann auch mit dem eigentlichen Video. So, wie man die Simulator-App von DJI mit unserer VR-Brille und mit der Fernsteuerung verbindet. Als allererstes müsstet ihr natürlich im App Store oder bei Google Play, müsst ihr, je nachdem ob ihr Samsung habt oder iPhone, müsst ihr mal den DJI Simulator downloaden. Der genaue Name ist DJI Virtual Fly, den ladet ihr runter im App Store oder im Game Store und installiert ihn auf euren Smartphone. Das Ganze schaut jetzt dann so aus, dass ihr im Simulator fliegen könnt, benötigt ihr die VR-Brille und die zugehörige Fernsteuerung. Das kann der Motion Controller sein oder einfach die normale DJI FPV Controller 2. Was ihr dann noch dazu braucht, ist natürlich der Stecker zu eurem Akku, den Akku für die Brille und den Adapter mit dem Handy-Ladegerät, dass ihr das Handy mit der Brille verbinden könnt. Als allererstes einmal startet ihr mal mit der Brille. Ihr nehmt die VR-Brille und steckt sie wieder ganz normal, schließt sie wieder über den Klinkenstecker, schließt ihr euren Akku der Brille an. Nun schaut das Ganze so aus, wir benötigen wieder unseren Adapter, dass wir dann auf unser Ladegerät kommen, vom Ladegerät in das Handy, vom Handy die Daten dann in die Brille bekommen. Steckt den Adapter an und steckt dann das zugehörige Ladegerät an. Bei mir ist es jetzt ein iPhone-Ladegerät, da ich iPhone-Nutzer bin. Wenn ihr das Ganze jetzt habt, nehmt ihr dann auch die Fernbedienung dazu und ihr könnt jetzt nochmal mit der Brille starten. Einmal kurz drücken, einmal lang drücken, die Lichter fahren in der Reihe ab, der Lüfter ist wieder spürbar, dass die Brille ein ist und eure Brille ist jetzt gestartet. Nur dazu startet ihr jetzt die Fernsteuerung. Die Fernsteuerung ist auch jetzt gestartet. Verbindet sie jetzt mit der Brille. Und jetzt steckt ihr euer Ladegerät ins Handy hinein, öffnet euer Handy und geht in die DJI Virtual Fly App. Öffnet diese. Jetzt hat die Fernsteuerung mit der Brille verbunden. Wenn ihr jetzt in die Brille hineinsetzt, seht ihr genau den Bildschirm vom Handy. Jetzt geht ihr auf Simulation starten und wählt jetzt dann aus, ob ihr die Avatar habt oder die FPV-Drohne. Wir gehen jetzt dann auf FPV und gehen jetzt dann auf Virtual Fly. Da könnt ihr einzelne Maps aussuchen, das heißt einzelne Hindernisparcours. Wir nehmen da jetzt dann die erste, die Fabrik, gehen dann auf Weiter. Ihr könnt dann da einstellen Zeit rennen, ob ihr im Spielhallenmodus sein möchtet oder im Freiflug. Wir gehen jetzt auf Freiflug und gehen auf Weiter. Jetzt könnt ihr einstellen, ob ihr Parcours fliegen möchtet, also Kurse oder einfach nur im Freiflug, und geht dann auf Simulation starten. Es ladet jetzt ein bisschen und jetzt dann sehen wir, dass wir verbunden sind. Genau das gleiche Bild wie am Handy haben wir jetzt in der Brille. Ich lege das Ganze zum Beispiel so her, dass das Ganze ein bisschen ansichtlicher wirkt. Ich bin jetzt dann da im manuellen Modus, ich schalte jetzt dann einmal um im neutralen Modus und jetzt sieht man, dass ich mit der Fernsteuerung da unten jetzt dann fliegen kann. Und das Ganze seht ihr dann natürlich auch auf eurer Brille. Und so können Sie dann den DJI Fly Simulator verwenden. Ihr seht eins zu eins den gleichen Screen auf der Brille und könnt daheim dann üben, wenn ihr komplette Anfänger seid, dann natürlich anfangen im normalen Modus, dann in Sportmodus übergehen und später mal im manuellen Modus. Der manuelle Modus ist sowieso nicht freigeschalten auf werkseitige Einstellung von den Drohnen. Das muss man dann extra dann freischalten. Folgt in dem nächsten Video.
Ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Natürlich wieder für Feedback bitte die Kommentarfunktion nutzen. Über Like würde mich natürlich freuen. Und wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann bitte den Kanal abonnieren. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.